Herzlich willkommen zum heutigen Java User Group Talk Docs as Code, ARC 42, ASCII Doc, Gradle und Co. im Einsatz. Ich freue mich heute sehr, eben Ralf Müller hier begrüßen zu dürfen. Und ich mache die Moderation, bin der Patrick von der Java User Group und mein Job ist hier ein bisschen die administrativen Dinge am Anfang. Genau. Wie ihr wisst, machen wir schon eine Weile das Online-Format hier auf dem BigMarker und publizieren dann diese Talks später, typischerweise am Sonntag, auf YouTube. Also falls ihr heute was verpasst, dann seht ihr das natürlich auch später dann auf YouTube. Drückt den Subscribe-Button, sodass ihr notifiziert werdet. Wir haben auch einen Slack-Channel, den kennt ihr wahrscheinlich schon bereits, wo wir den Schweizer Java User Group Slack-Channel haben, wo wir uns austauschen können und Fragen stellen, Themen diskutieren und so weiter. Es gibt immer mehr Teilnehmer da drin und mehr Aktivitäten. Wie immer, am Schluss des Ganzen wären wir froh, wenn das Feedback-Formular von euch ausgefüllt würde. Wir verlosen jeden Monat eine IntelliJ-Lizenz dazu. Wir haben wie immer 15 Sekunden Delay, das heißt, wenn ihr im Chat was schreibt, Fragen stellt, dann seid ein bisschen mit uns nachsichtig. Es geht ein bisschen, bis wir das mitkriegen und dann die Fragen beantworten können. Wir haben oben rechts eine Chat-Funktionalität. Da könnt ihr gerade mal reinschreiben, woher ihr kommt, sodass wir ein bisschen sehen, wo aus der Schweiz oder von wo überall her die Teilnehmer sind. Also sagt Hallo, schreibt hin ein, woher ihr kommt. Für Fragen bitte ich euch, den Q&A-Tab zu verwenden, damit die Fragen nicht untergehen im ganzen Noise im Chat drin und dass wir da strukturiert durchgehen können. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, diese Fragen hochzuvoten, sodass ich dann Ralf die Fragen stellen kann und ich nehme natürlich die, die am wichtigsten sind für euch. Wir werden auch Polls verwenden und das heißt, Ralf wird Umfragen rausschicken, sodass er ein bisschen Gespür dafür kriegt, mit wem er es zu tun hat, also wer ihr seid, was für einen Job ihr habt und schon kommt die erste Umfrage hier. Drückt sie weg mit einer Antwort und dann ein bisschen später kommt die nächste dann wieder. Genau. Ich musste die natürlich auch gerade wegklicken, weil ich habe die auch mitbekommen. Ralf ist mit dem Thema eben ASCII Doctor, Gradle, Doc Toolchain schon lange unterwegs und ich habe auch schon den einen oder anderen Anknüpfungspunkt mit ihm gehabt und ich bin darum sehr froh, dass ich ihn heute mit seinem typischen Hauptthema, mit dem er durch Konferenzen geht und bei Java User Groups auftritt, hier auch bei uns ist und sein Thema präsentieren kann. Ich werde dich, Ralf, nicht zu fest vorstellen. Ich bin sicher, du hast noch eine bessere Vorstellung von dir selber. Und darum würde ich sagen, überlasse ich dir einfach die Stage und ich melde mich dann wieder, wenn Fragen vorhanden sind. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Das mich selbst vorstellen, ehrlich gesagt, das Thema ist viel wichtiger. Da habe ich nur eine kleine Slide. Ich möchte aber jetzt noch mehr über euch gerade euch nochmal kennenlernen. Deswegen die erste Frage ist schon rausgegangen. Jetzt schicke ich gerade nochmal die zweite hinterher. Diesmal geht es um die IDE, die ihr am liebsten benutzt. Denn verschiedene IDEs haben verschiedene Plugins, die gebraucht werden für den Docs as Code Ansatz. Und deswegen ist das sehr interessant. IntelliJ basiert geht hier gerade durch die Decke. Das ist sehr gut. Okay. Es stabilisiert sich so langsam. Das Bild ist das. Ja, eigentlich Visual Studio Code ist wenig vertreten. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ihr alle hier irgendwie Java macht. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt habe ich noch eine Umfrage, nämlich in welcher Rolle ihr arbeitet. Auch das würde mich nochmal interessieren, damit ich so ein bisschen sehe, ob ihr eher als Architekt unterwegs seid, als Entwickler, Product Owner, Technical Writer. Ja, oder andere. Ihr seid alle in einer anderen Rolle. Okay, jetzt geht der Entwickler hoch. Sehr gut. Entwickler, Architekt, prima. Das passt sehr gut.
Der Patrick hat mir hier noch ein paar weitere Umfragen vorbereitet. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich die dann auch noch an der richtigen Stelle einfließen lassen werde. So, Docs as Code. Fangen wir mal an. So, es gab mal eine schöne Umfrage, die habe ich mir einfach mal rausgeklaut. Was sind so die Probleme, die man bei der Arbeit mit Open Source Software hat? Und das Hauptergebnis war incomplete or confusing documentation. Das number one problem with open source. Und das finde ich so klasse als Einleitung für einen Talk über Dokumentation. Weil dieses Problem hat man, behaupte ich, nicht nur bei Open Source. Wenn eine Library nicht richtig dokumentiert ist, kann ich sie nicht einsetzen. Ich habe das auch bei Inner Source innerhalb eines großen Unternehmens, wenn ich mehrere Teams habe. Das Team selbst weiß, an was für Software es arbeitet, aber sobald dann eben irgendwelche Libraries oder Softwareteile entstehen, die von anderen Teams mitgenutzt werden sollen, Schnittstellen oder so, dann habe ich echt ein Problem, wenn es um wenn die Dokumentation nicht sehr gut ist. Und deswegen will ich euch heute ein bisschen was über Dokumentation und den Docs as Code Dokumentationsansatz erzählen. Ich habe schon gesagt, über mich nur eine kleine Slide, gut, die hat jetzt mehrere Teile. Zusammen mit Gernot Starke, Michael Simons, Stefan Zörner haben wir das Arc42 by Example Buch rausgebracht, wo 6 Beispiele für eine Architekturdokumentation drin sind. Ich habe mit Gernot angefangen, ein weiteres Buch Einführung in Docs as Code zu schreiben. Das ist leider noch nicht so weit, wie es sein sollte. Wie Patrick schon sagte, ich verbreite gern mein Wissen über Konferenzen und sammle da auch ganz gern Feedback ein. Ich hoffe, ihr seid dann im Anschluss auch noch dabei in der Feedback-Runde. Ja, und über die ganze Arbeit mit Dokumentation habe ich auch mein eigenes Open-Source-Projekt, ich muss mal so gerade aus der Schusslinie gehen, DocToolChain angelegt. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen was drüber erzählen. Und da seht ihr auch gerade die ganzen Köpfe da. Da bin ich relativ stolz drauf, dass jetzt so über die Zeit recht viele Entwickler das Tool eingesetzt haben und auch mit verbessert haben. So, einige von euch haben gesagt, ihr seid Architekten. Ich komme auch aus der Architekturschiene und deswegen habe ich jetzt mal hier so das Setup mitgebracht. In welche Situation müsst ihr euch reinversetzen, dass ihr den Talk besser verstehen könnt? Stellt euch vor, ihr habt ein großes Projekt, ein gewachsenes Projekt und ihr sollt jetzt den Architekten für dieses Projekt machen. Das heißt, ihr seht jetzt hier schon an diesen Diagrammen, das sind unterschiedlichste Diagramme mit unterschiedlichen Tools, ist wirklich gewachsen. Man hat da einen ziemlichen Pflegeaufwand, man hat unterschiedliche Stakeholder, mit denen man kommunizieren muss, also alles gar nicht so einfach. Und um das nochmal besser rüberzubringen, habe ich hier den Jeff mitgebracht. Der ist jetzt Solution Architect, der übernimmt jetzt dieses Projekt und der hat als Besonderheit, na, was heißt Besonderheit? Eigentlich sollte ein Architekt einen starken technischen Background haben. Und das ist aber auch wichtig, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behält. Und der übernimmt jetzt als Aufgabe die Weiterentwicklung der Architektur, Pflege der Dokumentation und Kommunikation der Architektur. Und die Kommunikation ist ganz wichtig, weil ich kann eine noch so schöne Architektur haben. Wenn die keiner mitbekommt, dann bringt die nichts. Und wie kommuniziere ich Architektur? Am besten über Dokumentation. Also brauchen wir gute Dokumentation, die gut gepflegt wird, die hoffentlich immer aktuell ist. Ja, und wie erstelle ich Architektur? Am besten mit einem guten Template. Und jetzt gehe ich mal hier zurück in die Polls. Und da habe ich wieder was mitgebracht. Nämlich die Frage, ob ihr schon mal mit ARC42, ob ihr es kennt und ob ihr schon mal damit gearbeitet habt. Das würde mich jetzt interessieren, damit ich weiß, wie tief ich da reingehe. Okay, da kommt schon mal ein Nein und jetzt geht's los. Ich habe hier
Ja, 60% nein, pendelt sich's ein. 56, das ist sehr gut. Also über die Hälfte wird es jetzt interessieren, was ich hier über ARC 42 erzähle. Ja, es gibt die beiden Herren Peter Ruschka und Gernot Starke. Die sind in vielen Projekten unterwegs und erstellen dort Architekturen. Und die haben sich immer wieder, ja, haben immer wieder die Herausforderung gehabt, dass sie immer wieder die Architekturdokumentation neu strukturieren mussten. Und die haben sich irgendwann mal zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt ein letztes Mal, machen mal ein Template daraus, machen das Open Source, dass das jeder verwenden kann. Und daraus ist das ARC 42 entstanden. Und das hilft mir, eine Systemdokumentation, eine Solution-Architektur zu dokumentieren. Und es ist eigentlich, ja, ich sage immer, das Template für die Dokumentation eines Software-Systems, weil es ist das, was ich kenne mit der höchsten Verbreitung. Es gibt noch einige, die so, naja, irgendwo in großen Firmen irgendwie mal intern gepusht worden sind, aber die nicht diesen Verbreitungsgrad bekommen haben. Und auch in verschiedenen Unternehmen merke ich immer wieder, die haben ihre eigenen Templates, aber basieren oftmals auf dem ARC 42. Und da kann ich nur sagen, Achtung, versucht so nah wie möglich dran zu bleiben. Das dient der Orientierung. Ja, Standard-Template im deutschsprachigen Raum, aber nicht nur im deutschsprachigen Raum. Es war die ganze Zeit in Deutsch, Englisch verfügbar. Peter und Gernot haben eben die deutsche und englische Version erstellt, ursprünglich. Irgendwann kam ein Pull-Request für Spanisch rein, dann mal ein Pull-Request für Russisch und ihr habt jetzt die neueste Slide, denn seit, ich glaube, 3 Tagen oder so, haben wir auch eine italienische Version. Und daran erkennt man, dass es wirklich eine weite Verbreitung hat. Also eigentlich könnte man sagen, ja, Englisch reicht ja für die meisten Projekte aus, aber nein, den Leuten ist das Template so wichtig, dass sie es auch nach Spanisch, Russisch und Italienisch übersetzen. Vielleicht kriegen wir es ja demnächst in Schweizerdeutsch. Mal gucken. Verfügbar in mehr als 9 Formaten. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, waren es 12, wobei da sind dann auch viele Dialekte dabei für Markdown. Und das ist jetzt schon so ein interessanter Punkt. Diese 9 Formate erreichen wir dadurch, dass wir es den Master in ASCII-Doc haben und von ASCII-Doc in die anderen Formate automatisch transformieren. Und auch das ist dann für euch ganz gut, wenn zu wissen, wenn ihr das Template einsetzt, ihr könnt verschiedene Formate generieren. Das kriegen wir nachher noch bei den Stakeholdern. Mit dem Template kriegt ihr eine einheitliche Struktur und ihr habt es mit oder ohne Hilfestellung zur Verfügung. Gernot sagt immer, Hilfestellung braucht man nicht. Gernot macht das tagtäglich. Ich brauche die Hilfestellung. Mir hilft sie richtig gut und dafür habe ich euch gleich ein Beispiel mitgebracht. Ja, uns hilft, die richtigen Aspekte richtig zu dokumentieren. Und den Punkt will ich gerade noch bringen. Gernot betont immer, und auch das finde ich einen sehr guten Aspekt, er möchte dieses Template nicht als Formular sehen, sondern also Formular, was ich mir vorknöpfe, von vorne nach hinten ausfülle und dann habe ich meine Architekturdokumentation. So ist es nicht. Sondern er möchte es eher als Kleiderschrank sehen. Und das passt auch, weil wenn ich einen Kleiderschrank habe, wenn ich einen Hut habe, weiß ich, der kommt nach oben, die Schuhe nach unten und den Mantel hänge ich auf die Stange. Und genauso ist das hier bei diesem Template. Ich habe so, ich sag mal, die ersten 3 Kapitel. Da geht es relativ einfach, dass ich die vielleicht beim Start des Projekts ausfülle. Aber der Rest, der entwickelt sich in dem Projekt. Und der Rest, da muss ich halt wissen, und da komme ich auch wieder dazu, verändert das Template nicht zu sehr. Architekturentscheidungen weiß ich Kapitel 9, Design Decisions. Oder Quality Scenarios, Kapitel 10. Und da weiß ich genauso wie beim Kleiderschrank, wo ich weiß, was wohin kommt, weiß ich eben auch hier bei der Architektur,
ich habe etwas zu dokumentieren und ich weiß, wo ich es hier in das ARC42-Template reinsetze. Interessant ist übrigens, dass man oftmals in die Problematik reinläuft, dass man sagt, mir fehlt hier was. Ich weiß nicht, wo ich mein Dokumentationsartefakt hier in dieses Template reinhängen soll. Und meistens ist das dann ein Anzeichen dafür, dass es gar nicht in die Architekturdokumentation reingehört, sondern vielleicht eher in ein User Manual oder in ein Runbook. Also wenn ihr merkt, da fehlt was, dann nicht das Template erweitern, sondern mal überlegen, gehört das wirklich hier rein oder gehört das in eine andere Dokumentation rein? So, wir kommen wieder zurück zu unserem Architekten, dem Jeff. Und der hat die alte Architektur als, ja, in der Textverarbeitung, sage ich mal, vorliegen, wie man das halt so macht. Aber Textverarbeitung hat so ein paar Nachteile. Also es ist behäbig. Ich kann nicht drauf verlinken. Wenn ich irgendwie Diagramme updaten möchte, dann muss ich überlegen, wo, in welchen Dokumenten sind jetzt die Diagramme drin. Und wenn ich mir eben die verschiedenen Formate, die ich zur Verfügung habe, angucke, dann ist das ASCII-Doc das flexibelste und am leichtesten zu pflegende Format für technische Software-Dokumentation. Und deswegen, ich gehe jetzt hier nicht so auf die Details ein, dafür reicht nicht die Zeit, aber deswegen entscheidet sich jetzt der Jeff für ASCII-Doc. Und ich habe euch gesagt, das Template gibt es mit Hilfestellung. Das hier ist jetzt mal ein Blick in das Template. Wir kommen gleich zur ASCII-Doc-Ansicht, aber erst kurz hierzu die Hilfestellung. Nämlich das ist das Coole an dem Template. Sie besteht aus so einem Dreiklang. Inhalt, Motivation und Form. Inhalt, was kommt hier rein in diesen Absatz? Motivation, warum eigentlich? Wenn ich das Warum kenne, fällt es mir viel leichter, den Inhalt zu schreiben. Und die Form, Hinweise, wie kann ich es schreiben? Tabellen oder Diagramme oder was auch immer. Ich habe leider viel zu häufig Templates gesehen, die zwar auch eine Hilfestellung drin haben in jedem Abschnitt, aber das sind dann meistens so Texte, wo ich mich frage, ja, ist das jetzt ein Standardtext, der hier drin bleiben soll? Eigentlich liest er sich so ganz gut. Ich lasse ihn mal drin und dann bin ich schon in Kapitel 3, bevor ich dann irgendwie merke, hier sollte ich mal was Eigenes schreiben. Das ist hier nicht so, sondern hier sind keine Standardtexte vorhanden, sondern überall dieser Dreiklang Inhalt, Motivation, Form. Und das hilft total beim Ausfüllen. Und es hilft nicht nur dem einzelnen Architekten beim Ausfüllen, sondern es hilft auch, wenn man eben verschiedene Projekte hat, dass alle Projekte ungefähr gleich ausgefüllt werden, sodass man die Architektur in gleicher Qualität dokumentiert hat. Gernot hat da auch noch viel Arbeit reingesteckt. Da gibt es noch ein paar Webseiten dazu mit FAQ und Dokumentation der einzelnen Elemente. Und wie gesagt, wir haben dieses Buch, in dem 6 Real-Life-Architekturen dokumentiert sind, wo man mal reingucken kann. Auch das ist, finde ich, selten so für interne Templates oder so, dass man da entsprechende Beispiele hat. Ja, und das hier, das könnte jetzt mit einer Textverarbeitung erstellt sein, ist es aber nicht. Das ist mit ASCII-Doc erstellt und das ist die Quelle des Ganzen. Und was mir hier wichtig ist, für die Leute, die ASCII-Doc noch nicht kennen, und jetzt fällt mir ein, ich gehe mal gerade rüber wieder in die Polls, weil hier habe ich noch die Frage, ob ihr schon mal mit ASCII-Doc gearbeitet habt, ob ihr es kennt oder ob ihr schon mal damit gearbeitet habt. Markdown ist sowas, das kennt jeder aus dem GitHub, README. Ja, das ist einfach wie eine E-Mail-Text runtergeschrieben. Manchmal will man was fett haben, dann setzt man das in Sternchen. Manchmal möchte man eine Überschrift haben, dann setzt man die Hashes davor. Ja, und bei ASCII-Doc habe ich halt nicht die Hashes, sondern ich habe die Gleichheitszeichen. Ansonsten ist das Gleiche. Hier habe ich eine Besonderheit. Ich habe hier diesen Block, den ich mit den 4 Sternchen markiert habe.
und dann eine Role gegeben habe. Dadurch, wenn ich das nach HTML transformiere, dann kriegt dieser Block eine Klasse. Ich kann das gesondert formulieren und in dem HTML-Output sind dann diese Hilfsblöcke als kleine Fragezeichen rausgerendert und erst wenn ich auf das Fragezeichen gehe, dann wird das ausgeklappt. Also keine Angst vor ASCII-Doc. Das Ganze, was ich in Markdown habe, viel von dem Markdown-Syntax wird auch von ASCII-Doc erkannt und alles andere ist halt Komplexität, die ich brauche, um eben zum Beispiel modulare Dokumentation aufzubauen. Die Umfrage, ich sehe gerade, fast 60% kennen ASCII-Doc noch nicht. Das ist sehr schön, ihr solltet es ausprobieren. So, und jetzt, der Titel hat was von wegen Docs as Code. Was ist Docs as Code? Und die Abkürzung Docs as Code steht für Treat Documentation as Code. Manchmal heißt es auch Like Code. Damit sind nicht die Docs gemeint, sondern eben tatsächlich, ich nehme meine Dokumentation und behandle sie wirklich genauso wie meinen Source Code. Ich habe meine Dokumentation jetzt nicht in einem Binärformat vorliegen, sondern ich habe sie rein textuell vorliegen in Markdown oder besser ASCII-Doc. Und wenn sie rein textuell vorliegt, ja, dann kann ich sie auch einfach mit meinem Source Code verwalten, im gleichen Repository haben. Und das ist total cool. Also bei meinem Open Source Projekt habe ich das so. Ich sehe, wenn jemand einen Pull Request stellt, ob auch jemand, ob derjenige in Source Docs eben auch eine Änderung gemacht hat, dass er eben die Dokumentation geupdatet hat. Auch wenn ich das so mache, für technische Dokumentation, dann bin ich in meiner IDE und brauche nicht irgendwie zu wechseln, wenn ich gerade irgendwie Code verändert habe und jetzt muss ich das dokumentieren, dann mache ich irgendwie eine andere Software auf und muss erstmal gucken, wo dokumentiere ich das. Nein, ich habe das im gleichen Repository, meistens im gleichen Repository oder in einem benachbarten und kann direkt in der IDE damit arbeiten. Hier ist nochmal ein ganz kleines Beispiel von ASCII-Doc. Hier seht ihr nochmal unten auch Links einfach reinsetzen und dann in den eckigen Klammern den Linktext angeben. Und wenn ich das jetzt in mein Bild einbauen will, ich habe jetzt hier Gradle mitgebracht. Maven gibt es auch ein entsprechendes Plugin, aber das Maven-POM hätte jetzt hier nicht auf die Slide gepasst. In Gradle ist das tatsächlich ein Einzeiler, wenn ich mich an die Defaults halte, wo ich meine Dokumentation und sowas reinhänge. Aber Maven, Gradle, egal was, ich kann ASCII-Doc problemlos konvertieren. Kurz auf der Konsole gestartet und ich habe meinen Output als HTML gerendert. Ihr kennt das wahrscheinlich von Markdown. Das ist kein Hexenwerk, aber es bringt coole Features mit. Wenn ich das jetzt schon so mache, wenn ich einfach meine Dokumentation als Text in mein Repository reinschmeiße, dann habe ich hier mal eine Auflistung mitgebracht, was ihr schon alles für Features mitbekommt, wenn ihr jetzt hier diesen Docs as Code-Ansatz so ganz einfach macht. Nämlich ablenkungsfrei die Dokumentation schreiben. Sich nicht drüber ärgern, wenn man irgendwie was schreibt und Mist, jetzt ist die große Grafik auf die nächste Seite gesprungen und jetzt ist die halbe Seite leer. Was mache ich jetzt? Nein, es ist einfach ablenkungsfrei. Gliederung in Unterdokumente. Ich kann mit ASCII-Doc meine Dokumentation gliedern, aufsplitten, genauso wie ich Code eben nicht ein großes Skript für meine Applikation habe, sondern in Klassen aufteile, kann ich das jetzt hier mit meinem Code machen. Das vereinfacht auch die Zusammenarbeit. Dadurch kann ich je nach Stakeholder neu gliedern. Ich habe so eine Einleitung, die habe ich in jedem Dokument drin. Die ziehe ich einfach überall wieder rein. Bilder werden referenziert. Das heißt, bei einer Textverarbeitung oder bei einem Wiki schmeiße ich die Bilder meistens Copy and Paste rein und dann
dann nehme ich sie aus ihrem natürlichen Lebensraum raus und gebe sie in das Wiki. Und Johannes Dienst hat mal so schön gesagt, ins Wiki gehen Dokumente zum Sterben. Und das ist genauso mit den Images. Wenn ich die aus ihrem natürlichen Lebensraum rausziehe, dann ja, dann muss ich irgendwann mal was aktualisieren und muss dann überlegen, wo habe ich die überhaupt alles hingeschmissen. Hier bei dem Ansatz, ich kann in den Text, kann ich das Bild gar nicht per Copy and Paste reinschmeißen, sondern ich kann es nur referenzieren und damit kann ich einen Folder haben, wo eben alle Images drin sind und ich weiß, wenn ich die Images aktualisiert habe, dann sind auch die Dokumente aktualisiert. Versionierung brauche ich euch nicht zu erzählen. Formatierung von Source Code ist auch super klasse. Kommen wir nachher nochmal drauf. Reviews, Pull Requests. Wow. Ja, ich habe das auf einmal alles. Ich habe nicht die Reviews, indem ich ein Binärdokument per E-Mail durch die Gegend maile, sondern eben in meinem Versionierungstool. Ja, und out of the box bei ASCII-Doc habe ich die Konvertierung nach HTML5 und DocBook. HTML5 ist eigentlich das, was man meistens verwendet. So, zurück zu unserem Jeff. Der hat jetzt sein Word-Dokument. Er hat sich für ASCII-Doc entschieden. Hier kommt meistens die Frage, wie wandle ich jetzt das Word in ASCII-Doc um? Es gibt da ein Tool namens Pandoc. Das kann das theoretisch, aber Word hat ein paar Features, die kann ich nicht so einfach umwandeln. Wenn ich mehrere Spalten habe, wenn ich im Word irgendwie was gezeichnet habe, das nimmt der nicht so richtig mit. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer, jedes Projekt, in das ich reingekommen bin, da war die Architektur eigentlich in einem Zustand, wo ich gesagt habe, das muss man eh überarbeiten. Und in dem Fall kann man dann Absatz für Absatz mal durchgehen, das Ganze nach ASCII-Doc wandeln und dann HTML rausgenerieren. Ja, und wenn ich es dann als ASCII-Doc habe, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, dann ist es ein rein textuelles Format und dann schmeiße ich es natürlich in mein Repository rein zu meinem Projekt. Wie genau, ob man es genau in das Projekt-Repository reinschmeißt oder ob man gerade die Architektur, die steht am Anfang, da habe ich noch keinen Code. Vielleicht mache ich dann für das Projekt nochmal ein Dokumentationsrepository auf. Da gibt es auch Möglichkeiten, wie man die Dokumentation über verschiedene Repositories zusammenzieht. Ja, und wenn ich es dann im Repository habe, dann kann ich mit anderen Kollegen aus dem Team prima zusammenarbeiten über Fork und Pull Request. Und das hat den großen Vorteil, dass der Architekt jetzt über den Pull Request den Gärtner der Dokumentation mimen kann. Das heißt, er kann immer noch mal drüber gucken, ob die richtige Information an der richtigen Stelle ist, ob das so ist, wie es gedacht war. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, und wenn ich dann den Pull Request annehme, natürlich on change auf dem Bildserver die Dokumentation rausgenerieren. Super, das funktioniert. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist jetzt die Stelle, an der für die meisten der Docs as Code Ansatz zu Ende ist. Man hat schon verdammt viele Benefits daraus, aber als Architekt gehe ich noch einige Schritte weiter und die will ich euch jetzt zeigen. Ich habe ein paar Fragen. Ja, her damit. Ich glaube, es ist genau die richtige Stelle. Und zwar, der Peti hat gefragt, wieso ist denn ASCII-Doc jetzt besser als Markdown? Ja, da habe ich in einem anderen Vortrag ein paar Slides. Markdown hat nicht so viele Features wie ASCII-Doc. Meistens kommt man damit aus. Und witzigerweise sieht man häufig gar nicht die Nachteile, weil man in einer Toolchain drin ist, die Nachteile schon ausbügelt. Dass zum Beispiel verschiedene Dokumente zusammengezogen werden und daraus ein Table of Content generiert wird. Vieles davon gehört nicht zum Standard von Markdown. Und deswegen haben sich viele Dialekte entwickelt. Und wenn man zum Beispiel anguckt, den Dialekt, den Microsoft verwendet, den Facebook verwendet, den Vue Press verwendet,
Die sind tatsächlich in allen Erweiterungen sind die unterschiedlich. Wenn man sich Admonitions anguckt, hat man drei verschiedene Implementierungen. Und das bedeutet wiederum, ich habe keinen Standard, ich habe Dialekte, ich bin an eine Toolchain gebunden. Und ob das mit der Bindung so klappt, ob ich jetzt wirklich den richtigen Preview für meinen Dialekt in meiner IDE habe, ob dann auch jedes Teammitglied die gleiche IDE verwendet und sowas. Das sind dann so Dinge, oder dann merke ich irgendwann, ich möchte vielleicht ein PDF generieren, aber der PDF-Generator passt nicht zu meinem Dialekt. Und wenn ich ASCII-Doc verwende, ASCII-Doc ist in Ruby geschrieben. Das ist erstmal für uns Java-Leute nicht so das tolle Environment. Aber mit JRuby wird ASCII-Doc in Java-Libraries gerappt. Das heißt, ich habe ASCII-Doc als Java-Libraries zur Verfügung im Original-Source-Code. Das ist keine neue Implementierung, das ist genau der gleiche Source-Code. Und wenn ich in der JavaScript-Welt bin, also irgendwo im Frontend oder so, was ja auch ab und zu auch bei uns Java-Entwicklern vorkommen sollte, dann wird das Ruby-Source-Code über Opal nach JavaScript transpiliert. Wieder genau der gleiche Source-Code. Das heißt, ich habe einen Standard und ich habe keine Dialekte. Und das ist cool. Was ist dann der Unterschied zwischen ASCII-Doc und ASCII-Doctor? Ah, sehr gute Frage, danke. ASCII-Doc ist das Format, also die Syntax, und ASCII-Doctor ist das Tool, was dann den Source nach HTML wandelt oder DocBook. Okay. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, man könnte meinen, es sind wieder zwei Formate und dann hätte man wieder genau dasselbe Spiel. Nein, es gibt nur eine ältere Python-Implementierung, die auch noch gepflegt wird. Das ist tatsächlich eine andere Implementierung. Es hat sich aber jetzt die Eclipse ASCII-Doc Working Group gebildet und die nehmen das jetzt auch in Angriff, dass tatsächlich zum Beispiel auch ein Testkit erstellt wird und eben auch diese Python-Implementierung wieder mit dem Standard zusammenläuft. Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Der Andreas will wissen, kann ich Code-Snippets aus dem Code referenzieren? Also wirklich so einzelne Blöcke und nicht das ganze File? Das geht sehr, sehr gut. Und zwar geht es über Tags. Wenn ich Code-Schnipsel referenziere, dann ist immer so die Frage, wie mache ich das, dass ich eben genau den Schnipsel erwische, den ich haben möchte. Und der Dan Allen hat sich das, meines Erachtens ausgedacht. Bei ASCII-Doc setze ich in den Source-Code als Kommentar einen Start-Tag und einen End-Tag. Und dann kann ich beim Include sagen, zieh mir bitte diesen Tag rein. Ich kann auch sagen, zieh mir alles, nur nicht diesen Tag rein. Und ich kann sagen, zieh mir den und den Tag rein. Und dadurch wandert dann eben dieser Ausschnitt, wenn sich der Code verändert, mit. Das ist super praktisch. Es gibt Syntax-Highlighting für alle möglichen Sprachen. Und es gibt dann so Leute, die unter Umständen sagen, ja, was sollen diese komischen Tags in meinem Source-Code? Den erkläre ich dann, die bedeuten, dass dein Source-Code in der Dokumentation landet und ja, dann verändert sich gleich mal die Qualität dieses Fragments. Und noch die dritte Frage von Michael, er hat gefragt, erkennt der Markdown-Hassle die Konvertierung zu Confluence? Gibt es jetzt bei ASCII-Doc bessere Tools dazu? Es gibt für ASCII-Doc zwei Tools, die tatsächlich das Ganze nach Confluence bringen. Das eine Tool ist Teil von DocToolChain. Und ja, meine Erfahrung ist, dass es recht gut funktioniert. Da komme ich nachher nochmal dazu. Okay, danke schön. Das war es soweit. Okay, prima. Dann komme ich jetzt zu den Diagrammen. Also als Architekt, viele Dokumentation kommt ganz ohne Grafiken aus.
Architekturdokumentation ohne Grafiken kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und wenn ich jetzt nur textuelle Dokumentation habe, ja, dann muss ich gucken, wie ich die Grafik reinbekomme. Jetzt wäre hier eigentlich eine Umfrage ganz gut gewesen, wer PlantUML schon kennt. PlantUML ist eine coole Library, die mich Diagramme als Text definieren lässt und diese Diagramme dann rendert. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Sequence-Diagramm. Der Request geht vom User auf den Server, vom Server auf die Datenbank, von der Datenbank zurück auf den Server und vom Server wieder zum User. Und das rendert PlantUML so. Jetzt streiten sich da die Geister, ob das jetzt schön ist oder nicht. Ich kann am Style ein bisschen was ändern. Es ist auf jeden Fall funktional und das hilft total. Und hier bei einem Sequence-Diagramm hat PlantUML auch gar nicht so viele Optionen, wie das jetzt gelayoutet werden muss. Und wenn ich andere UML-Tools verwende, Sequence-Diagramme, da was einfügen, das ist nervig, wenn ich dann hier auf einmal irgendwie Platz schaffen muss. Und da ist es hier mit dem Textuellen viel besser. Und mit dem Textuellen, wenn man irgendwie über so ein Diagramm diskutiert, natürlich etwas komplexer, dann kann sich jeder dieses textuelle Diagramm nehmen, kann seine Version machen, kann das vorstellen und ich sehe genau im Diff, was da anders ist, was geändert ist. Durch das Textuelle generell habe ich im Diff immer die Möglichkeit zu sehen, was hat sich da geändert. Das ist total klasse. Aber es heißt PlantUML, ich kann damit quasi alle UML-Diagramme abdecken. Ich kann auch mehr damit machen. Es geht auch Komplexeres. Und das hier ist ein Beispiel. Da hat jemand auf Twitter mal geschrieben, hey, $15, wer mir dieses Diagramm umsetzt in PlantUML. $15, ich habe gedacht, 3 Bier, ich setze mich mal einen Abend hin, probiere das mal aus. Und das Ergebnis, boah, ist ganz gut geworden. Aber. Also den Source Code sieht man hinter dem QR-Code. Was für mich von Vorteil war, war, dass das Diagramm schon existierte. Die Modellierung war abgeschlossen. Und PlantUML geht her und ich definiere die Elemente, ich definiere die Verbindung und PlantUML versucht dann über Graphis Dot ein schönes Diagramm hinzubekommen. Graphis weiß, Graphis bzw. PlantUML weiß aber nicht, dass ich hier einen Hauptstrang habe und von diesem Hauptstrang eben andere Elemente abgehen sollen. Deswegen kann ich ihm Hints geben, dass ich sage, hier diesen Fall probierst du mal runter zu zeichnen. Modellieren möchte ich so nicht. Also sowas Größeres, nicht unbedingt mit PlantUML. Aber sowas hier, hier die unteren kleinen Diagramme, 7 ± 2 Elemente, sind ganz schnell in PlantUML in der Dokumentation hingeschrieben. Die Editoren unterstützen Preview und ich kann sehr gut damit arbeiten. Und wieder, ich habe einen sehr guten Diff. Wenn ich jetzt was Komplexeres brauche, dann zeichne ich gerne. Und viele von euch kennen sicher Draw.io, heißt jetzt diagrams.net. Und damit kann ich, ja, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Visio. Ich kann meine Elemente definieren, kann die Verbindungen setzen und kann die so hinschieben, wie ich das haben möchte. Und immer wenn ich meinen Vortrag gehalten habe, kamen Leute auf mich zu nach dem Talk. Sag mal, was du mit den PlantUML und nachher kommt noch Enterprise Architect erzählst, ist ja schön und gut, aber geht es auch irgendwie mit diagrams.net, Draw.io? Und ich habe mir das Tool angeguckt und es ist ein tolles Tool, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Diagramme irgendwie automatisch rauszuholen und das irgendwie gut zu verwalten. Will ich irgendwann, also das Draw.io speichert eigentlich die Diagramme als XML ab und man muss sie dann als PNG exportieren. Dann habe ich den Export mal gemacht und da kam eine Option hoch, ob er in den Metadaten die Sourcen speichern soll. Und das ist mega cool. Und ich habe dann mal ausprobiert, mein nächstes Diagramm habe ich gar nicht mehr als .xml aufgemacht, sondern direkt als PNG.
oder als SVG. Und tatsächlich, er speichert es dann als PNG oder SVG und in den Metadaten die Sourcen. Und dadurch hat dieses Diagramm auf einmal so zwei Lebenszyklen, sage ich mal. Das eine, ich kann das Diagramm als PNG in meine Dokumentation embedden. Und das andere ist, wenn ich was dran ändern möchte, dann kann ich es einfach wieder aufmachen mit Draw.io, diagrams.net und siehe da, ich kann es editieren. Für Visual Studio Code und IntelliJ, deswegen vorhin die Abfrage, gibt es mittlerweile ein Plugin. Wenn ich meine Diagramme.dio.png oder .svg nenne, dann erkennt das Plugin, aha, das ist ein Draw.io, diagrams.net und ich klicke drauf und eröffnet es direkt im Editor. Und das ganze Tool startete als webbasiertes Tool. Diese Plugins benutzen jetzt Offline-Versionen, da gehen keine Daten raus. Das ist ganz cool. Ja, so sieht das Ganze dann nochmal in Komplex aus und ihr seht, damit kann ich viel machen. Teilweise kommt dann die Frage, ja, hier, was ist, wenn ich mit Draw.io mehrere Pages mache, also mehrere Diagramme in einem File? Das wird von PNG und SVG natürlich nicht unterstützt. Man macht dann einzelne Diagramme. Aber das ist schon mal ziemlich cool, um eben komplexe Diagramme im DOCSIS Code Ansatz zu verwalten. So, als Architekten sagen wir immer, wir wollen nicht malen, wir wollen modellieren. Auch wenn das Ziel meist nicht erreicht wird. Aber auch da ist dann die Frage, wie kann ich das machen? Als Beispiel habe ich jetzt hier, wenn ich von Beispiel rede, also das ist jetzt etwas, was implementiert ist, was mir aber bei dem Vortrag wichtig ist, fasst das Ganze als Mindset auf, dass ihr wirklich eure Dokumentation wie Code verwaltet und eben auch in den Bildprozess einbaut und Transformationen vornehmt. Und genau das habe ich hier gemacht mit dem Enterprise Architect. Mit dem habe ich früher ganz gern gearbeitet. Das Diagramm ist jetzt vielleicht nicht so ganz toll, aber ich erstelle da drin UML-Diagramme und hinter den Elementen habe ich dann auch noch Kommentare. Und diese Kommentare möchte ich eigentlich auch draußen haben. Und bin eben mit diesem Mindset DOCSIS Code da rangegangen und habe mir überlegt, wie kann ich das jetzt in den Bildprozess reinnehmen, dass im Bild meiner Dokumentation die Diagramme aktualisiert werden und ich auch eben diese Notizen rausbekomme. Ich habe die Notizen leicht erweitert. Ich schreibe dieses ADOC und dann Pfeilnamen davor in geschweiften Klammern. Und ich habe es geschafft, im Bild den Enterprise Architect headless zu starten. Er geht durch alle Diagramme durch, exportiert Diagramme und schreibt die Notizen raus, in dem Fall alle appended in das Stakeholder-File. Und dadurch habe ich dann eben zwei Dateien, die ich wieder in meiner Dokumentation inkludieren kann. Und das ist das, was ich vorhin gemeint hatte mit Bilder referenziere ich. Diese Diagramme leben im Enterprise Architect und da reiße ich sie nur ungern raus. Und durch diesen Ansatz im Bild ziehe ich sie raus und sie werden aus der Dokumentation referenziert. Sie sind automatisch dann nach dem Bild aktualisiert. Sie leben weiter im Enterprise Architect und in der Dokumentation ist eben ein Abbild vorhanden, was aber immer wieder aktualisiert wird. Und das funktioniert ganz gut. So kann das dann aussehen, dass man eben nicht nur das Diagramm hat, sondern eben unterhalb des Diagramms dann auch noch eine Tabelle mit den Notizen. So, Patrick, sind weitere Fragen reingekommen? Aktuell nein. Okay, dann machen wir mal weiter mit den Stakeholdern. Ein Architekt hat mit vielen Stakeholdern zu tun. Er muss die Architektur kommunizieren. Und Stakeholder bedeutet, ja, für mich sind es immer vor allem zwei Facetten. Die eine Facette ist, nicht jeder mag HTML.
Wenn ich im Unternehmen das Ganze, die Dokumentation als HTML generiert habe, dann gibt es zum Beispiel Leute, Stakeholder, die kommen an das HTML im Intranet nicht dran, die brauchen das Dokument zum Beispiel als PDF oder als Word. Also in verschiedenen Formaten. Oder ich brauche es irgendwie für die Ablage bei einem Audit oder so. Und in dem Fall muss ich es eben nach Word, PDF oder sonst irgendwas konvertieren. Und da ist Pandoc ziemlich stark. Pandoc, das, ja, man sagt Schweizer Taschenmesser, das ist hier schön passend, der Formatkonvertierung. Und Pandoc unterstützt verdammt viele Formate, wie ihr hier seht. Und ASCII-Doc kann es leider nicht lesen, sondern nur generieren. Aber DocBook kann es lesen und generieren. Und ASCII-Doc ist mit DocBook im Hinterkopf entwickelt worden. Das heißt, jedes Feature aus ASCII-Doc wird in DocBook umgesetzt und soweit ich weiß auch umgekehrt. Das heißt, wenn ich ASCII-Doc erst nach DocBook konvertiere und jetzt wird es eben interessant, dass ich am Anfang gesagt habe, HTML und DocBook habe ich out of the box, dann kann ich von DocBook weitergehen und kann jetzt hier von DocBook zum Beispiel DocX, also Word, generieren. Und genauso machen wir das mit dem ARC42 Template und das funktioniert ganz gut. Und das kann dann so aussehen. Einfach ein Word-Dokument. Und so kann ein PDF-Dokument aussehen. Die Styles sind jetzt etwas unterschiedlich. Und gerade bei PDF gibt es verschiedene Möglichkeiten, PDF zu generieren, wo ich dann so leicht unterschiedliche Features habe. Aber ich benutze es viel lieber als Word zu generieren. Ja. Und die zweite Facette von der stakeholder-orientierten Dokumentation ist die modulare Dokumentation. Das ARC42-Template als ADOC-Template ist schon modular aufgebaut. Das heißt, ich habe ein Master-File und das inkludiert einfach nur die verschiedenen Kapitel. Ich habe jetzt hier mal drei Exemplare rausgenommen. Und diese Kapitel inkludieren wiederum Images oder wie wir vorhin gesagt haben, Code. Und beim Code ist es auch super cool, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Code-Fragmente als Beispielaufruf einer Schnittstelle nehme, dann werde ich die natürlich nicht irgendwo in meinem Haupt-Applikations-Source-Code suchen, sondern dann nehme ich die aus meinen Unit-Tests. Das heißt, ich habe dann Aufrufe drin, die über die Unit-Tests getestet werden. Wenn ich die Unit-Tests dann noch so schreibe, dass die Rückantwort des Services auch mit weggespeichert wird, dann kann ich die auch inkludieren in mein Dokument und kann dann im Bild den Bild der Dokumentation an die Tests verknüpfen, sodass die Dokumentation nur gebaut wird, wenn die Tests grün sind. Und somit habe ich in meiner Dokumentation aktuelle Aufrufe, die getestet sind, mit der echten Antwort. Kapitel 8 ist ja übergreifende Konzepte. Das sind ziemlich viele Sachen. Und das wird dann meistens eben nochmal unterteilt in eben weitere Unterkapitel. Und wenn ich dann diese modular aufgebaute Dokumentation habe und ich meine Stakeholder betrachte, dann habe ich hier vielleicht einen Business Stakeholder aus dem Fachbereich und dem baue ich einfach einen Business Master zusammen, der jetzt hier zum Beispiel Kapitel 1 und 2 einfach nur rendert. Das ist eben die Beschreibung des Projekts, das geht jetzt nicht in die Technik runter. Und wenn ich meinen Security Architekten habe, den interessiert vielleicht nur Kapitel 8.1. Ich setze immer 8.1, das Security-Konzept. Vielleicht ziehe ich dem auch noch Kapitel 1 und 2 als Projektbeschreibung rein. Aber so kann ich stakeholder-orientiert meine Dokumentation zusammenbauen. So, Zusammenarbeit. Ich mache noch mal eine Umfrage. Eine habe ich, glaube ich, noch.
Genau. Wo ihr momentan eure Dokumentation erstellt. Das ist jetzt so ein bisschen, naja, ich habe es nicht ganz neutral formuliert. Macht ihr selbst die Dokumentation oder habt ihr jemanden, der dafür zuständig ist? Habt ihr einen Technical Writer vielleicht? Ich habe leider noch nie die Chance gehabt, mit einem Technical Writer zusammenzuarbeiten. Oder benutzt ihr Textverarbeitung? Confluence ist, ich sehe es schon hier, ist sehr, sehr beliebt. Ich habe mit den Wikis oftmals das Problem, dass sie mir langsam vorkommen und ich schwer was finde. PowerPoint, gerade Architekturdokumentationen sehe ich häufig, dass die in PowerPoint erstellt werden und auch da wieder die Diagramme von der Quelle getrennt werden. Man kommt als Architekt in ein Projekt rein, kriegt eine PowerPoint als Architekturdokumentation, möchte an den Diagrammen was verändern und hat nur die Möglichkeit, sie neu zu machen. Code ist die ganze Doku, die man braucht. Ja, bei vielem Code mag das so sein, aber bei Architektur brauche ich eben auch den Überblick, wie spielt das zusammen. Aber ich sehe schon, mit 65% ist hier Confluence sehr beliebt. Ja, und das passt dann auch hier dazu. Denn das ist jetzt eine Architekturdokumentation nach Confluence exportiert. Und was mir hier ganz gut gefällt, ist, ihr seht, es ist jetzt hier auf der linken Seite nicht einfach nur eine Confluence-Seite, sondern es sind viele Confluence-Seiten. Das System geht her, generiert HTML, nimmt die Überschriften-Level und schneidet entlang der Überschriften-Level kleinere Seiten zusammen, um die dann nach Confluence rüber zu pushen. Und das Feature von DocToolChain ist total beliebt und deswegen wird es auch immer wieder weitergetrieben, sodass auch verschiedene Confluence-Plugins und Makros unterstützt werden. Und alles Mögliche wird da mit rübergezogen. Die Images werden als Attachment drangezogen. Und worauf auch geachtet wird, ist, dass nur Seiten, die sich auch geändert haben, wirklich neu gepusht werden. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Denn was passiert, wenn ich eine Seite neu pushe? Es geht eine Notification raus an alle Watcher. Und wenn ich jetzt hier komplett die Dokumentation rüber pushe, ja, dann gehen viel zu viele Notifications raus und die meisten sagen, ja, die Seite ist neu erstellt worden, aber da hat sich nichts geändert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass eben nur die rausgehen, wo sich was geändert hat. Ja, und über die kleinen Seiten kann ich hier, und wir sind beim Thema Zusammenarbeit, die Feedback-Funktionalität von Confluence nutzen. Ich pushe mit meinem User, dadurch habe ich die Seite angelegt als Architekt. Wenn jemand einen Kommentar schreibt, werde ich direkt benachrichtigt und kann darauf reagieren, kann wieder den Gärtner spielen. Es gibt auch die Möglichkeit, ich habe das jahrelang ignoriert, ich habe es nicht gesehen. Wenn ich was in Confluence markiere, ist mein Use Case Steuerung C ab in irgendwas anderes, Steuerung V. Deswegen habe ich nie gesehen, dass wenn ich mit dem Cursor über dem Markierten etwas länger stehen bleibe, dass dann so Bubbles aufpoppen und kommt darauf an, wie es konfiguriert ist. Hier kann ich einen Inline-Comment setzen oder ein Jira-Ticket erstellen und kann dann hier Inline-Kommentare abgeben, kann eine Diskussion anfangen. Auch hier kriege ich als Ersteller der Seite die E-Mail, kann darauf reagieren. Es gibt einen Unterschied zwischen beiden Kommentarfunktionen. Die Seitenkommentarfunktion bleibt bestehen, wenn ich wieder drüber pushe. Die Inline-Kommentare, die Markierungen, die können wir momentan nicht erkennen, die können wir nicht zuordnen. Die fliegen leider raus. Aber ist gar nicht so schlimm. Zum einen kommen leider nicht so viele Kommentare wie erhofft über Confluence rein. Zum anderen, ich kriege ja die E-Mail, ich reagiere auf das Feedback und ich baue das Feedback in meine Dokumentation ein, bevor ich sie das nächste Mal pushe.
Und dann funktioniert das. Was ich aber viel besser finde, ist, wenn ich die Dokumentation auf einen statischen Server pushe. Und das ist jetzt die Dokumentation von DocToolChain, meinem Open Source Tool. Und das ist jetzt eine riesige Seite. Man kann das aber auch untergliedern in kleinere Seiten. Und die ist saumäßig schnell. Gerade wenn ich eine große Seite habe, die ist auf dem Static Site Server. Die ist super schnell geladen. Und wenn ich sie geladen habe, dann finde ich da super schnell meine Antworten. Das ist nicht, dass ich mich durchklicken muss und immer mal wieder warten muss und nee, da ist jetzt nichts auf der Seite. Ich finde das einfach schnell. So. Was ihr hier seht, ist, dass hier auch die Autoren rausgerendert werden. Und diese Dokumentation besteht aus vielen einzelnen Abschnitten und über jedem Abschnitt werden die entsprechenden Autoren rausgerendert, wie man das eben auch so von Source Code kennt. Ich finde es ganz praktisch, nicht nur, dass es eine Wertschätzung ist, wer dran gearbeitet hat, sondern, und Gernot hat mich drauf gebracht, es ist auch praktisch, wenn ich jetzt hier an dieser Dokumentation, an diesem Abschnitt arbeite und ich verstehe irgendwas nicht, ich brauche da irgendwie Hilfestellung oder so, dann kann ich mal oben drüber gucken, wer hat eigentlich daran schon gearbeitet, wen könnte ich fragen, wer könnte da Bescheid wissen. Was man hier ankreiden könnte, dadurch, dass es eine statische Seite ist, kann ich jetzt nicht diese Seite kommentieren. Aber ich habe hier zwei Buttons versteckt in diesen Modulen. Create an Issue und Improve the Stock. Und diese beiden Buttons, die machen das Kommentar-Feature aus meiner Sicht bei weitem wett. Die verbessern es sogar. Improve the Stock, wenn ich da draufklicke, lande ich sofort auf dem Source Code der Seite, kann anfangen zu editieren. Okay, wenn ich es abschicke, dann muss die Seite erst nochmal neu gebaut werden, wenn ich überhaupt Editrechte habe. Bei so einem Wiki, wenn ich keine Editrechte habe, habe ich verloren. Wenn ich Editrechte habe, dann überschreibe ich es einfach. Und das finde ich sehr unhöflich. Und ich glaube, deswegen machen das viele nicht. Man überschreibt einfach, weil man sagt, hey, das ist doch so besser. Aber man weiß es nicht wirklich, ob es so besser ist. Hier, ihr kennt das. Ich habe vielleicht keine Schreibrechte. Er macht mir automatisch einen Fork. Ich erstelle einen Pull-Request und kann sagen, du, ich glaube, ich habe hier was gefunden, wie man die Dokumentation verbessern könnte. Mir hätte das zumindest geholfen. Und dann kann der Architekt drüber gucken, und Gärtner spielen und sagen, ja, prima, oder ich ändere es nochmal leicht ab. Und der zweite Button, Create an Issue. Wenn ich zum Beispiel so ein Tutorial habe, dann kann es sein, dass es bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es richtig sein sollte. Das heißt, Improve the Stock würde nicht laufen. Aber wieder Docs as Code. Warum mache ich nicht zu meiner Dokumentation auch Issues auf? Und verwalte die in einem Backlog und nehme die in Sprint rein. Und hier dieser Link. Man muss immer so ein bisschen gucken bei den verschiedenen Git-Systemen. Wie kriegt man in den Link hier schon einen Buddy für das Issue rein? Und es funktioniert ganz gut. Also GitLab, Bitbucket und GitHub haben wir es rausgefunden. So dass ich hier auch wieder eine Referenz auf den Source Code setzen kann. Dass, wenn jemand ein Issue einliefert, er nicht dran denken muss, du, das war auf der und der Seite und der Abschnitt, sondern ich habe hier auch gleich wieder den Source drin. Und auch hier ist es, in Confluence habe ich dafür die Seitenkommentare, wo ich irgendwie sagen kann, Tutorial läuft nicht. Dann kommt ein Kommentar, ja, was läuft denn nicht? Ja, dies und jenes. Und ja, ich habe es jetzt gefixt, probier es mal aus. Und dann werden die Kommentare nicht gelöscht. Weil auch das wäre wieder unhöflich, diese Kommentare zu löschen. Das heißt, der neue Leser kommt auf die Seite drauf, liest sich alles durch. Und dann sieht er die Kommentare und liest sich die Kommentare durch und weiß jetzt nicht, ist das jetzt schon oben geupdatet oder nicht.
Und da finde ich das mit den Issues, ich habe mir das bei Microsoft abgeguckt, die rendern sogar die Issues raus für die einzelnen Abschnitte. Die Issues, die sind außerhalb der Dokumentation und ich lösche sie nicht, sondern ich schließe sie. Und damit kann ich dann sehen, gibt es zu diesem Abschnitt noch Issues oder nicht, beziehungsweise es ist nicht dieses unhöfliche Löschen, wenn ich es bearbeitet habe, sondern es ist ein Schließen. Ja, und wie gesagt, das ist genauso wie beim Code die Issues verwalten. Das passt. Tabellen, das ist auch nochmal so ein Thema, was ich liebe. Und auch das ist jetzt so ein Vorteil von ASCII-Doc gegenüber Markdown aus meiner Sicht. Wer mit Markdown schon mal Tabellen ausprobiert hat, man macht sie so als ASCII-Art. Und das geht im ersten Schritt noch ganz gut. Und dann möchte man in eine Zelle mehr einfügen. Und auf einmal bricht die ganze ASCII-Art auseinander. Und wenn man eine komplexere Tabelle hat, merkt man auf einmal, die ist nicht mehr erwartbar. Hier bei ASCII-Doc ist es so, dass sobald ASCII-Doctor, der Konverter, weiß, wie viele Spalten ich habe, kann ich die Zellen untereinander schreiben. Die Leerzeilen dafür sind nur für die Lesbarkeit für uns Menschen. Und in dem Fall weiß er, wie viele Spalten es sind, weil ich ihm hier eine Colls-Anweisung mitgegeben habe. Und diese komischen Zahlen geben die relativen Breiten zueinander an. Das heißt, die zweite Spalte ist ungefähr dreimal so breit wie die erste. Auch das ist ziemlich cool. Ich kann es auch machen, indem ich einfach die Headline hintereinander wegschreibe. Dann zählt er die durch, weiß, wie viele Spalten es sind. Oder ich schreibe in dem Colls nur eine Zahl, schreibe da, wie viel haben wir hier? 6 Spalten, schreibt da eine 6 rein, dann weiß er auch, es sind 6 Spalten, dann macht er die gleich groß. Und er rendert das ganz schön raus mit den verschiedenen breiten Spalten. Ich hatte jetzt öfters in Projekten schon das Problem, dass ich irgendwie zum Beispiel Non-Functional Requirements als Excel-Tabelle eingeliefert bekommen habe, wo ich mir dann überlegt habe, okay, ganz schön, ich will es in meine Dokumentation reinhaben, tippe ich das jetzt ab, konvertiere ich es nach CSV, ASCII-Doc kann CSV-Tabellen darstellen. Ja, ich habe es einmal gemacht und dann kam die neue Zulieferung, du, ich habe mal das Excel-Sheet aktualisiert, ich habe die Styles geupdatet, also das ist ja jetzt noch einfach, so eine Tabelle mit Personendaten. Aber wenn dann jemand ankommt und sagt, ich habe jetzt übrigens Colspans und Rowspans drin und hier noch Vertical Alignment und sowas, dann wird es etwas blöder. Dann passt auch das mit dem CSV überhaupt nicht mehr. Wir haben auch das mit dem DOCSIS Code Mindset angegangen. Excel gibt's Apache POI, die Library, kann ich Excel einfach auslesen. Und ASCII-Doc unterstützt verdammt viele, ja, Features, also Formatierungsfeatures. Wir können Hintergrundfarben, wir können Colspans, wir können Rowspans, wir können Vertical Alignment, wir können Horizontal Alignment. Und zum Spaß habe ich das mal ausprobiert mit so einer Tabelle, wo alles Mögliche drinnen ist. Und die wird tatsächlich so gerendert. Das funktioniert. Und damit kann ich dann, wenn ich komplexere Tabellen habe, einfach sagen, komm, ich nehme Excel, ich mache die in Excel, konvertiere die im Bild nach ASCII-Doc und render das ASCII-Doc raus. Funktioniert ganz cool. Da ist übrigens auch, manchmal hat man irgendwelche Funktionen drin, dass man, keine Ahnung, aktuelles Datum hat, dass man irgendwas aufsummiert, dass man Apache POI nimmt diese Formeln, wertet sie aus und sie würden dann eben zum Zeitpunkt des Builds in dem generierten ASCII-Doc mit dem Wert ausgewertet drin sein. Also das funktioniert sogar auch. So, Testing.
Ja, Testing ist sowas. Testing machen wir mit Code auch. Das war dann so der Rückschluss. Docs ist Code. Was machen wir alles mit Code? Können wir das auch mit Dokumentation machen? Testing, ja, was kann man da machen? Gernot Starke hat ein Tool, den HTML Sanity Checker, geschrieben, der einfach mal guckt, ob die generierte Doku okay ist. Oder ob ich hier ein paar Images angegeben habe, die gar nicht mehr existieren, dass ich da irgendwelche Tippfehler drin habe oder so. Oder ja, Alt-Tags fehlen, solche Geschichten. Und der HTML Sanity Checker ist ganz cool. Der gibt so einen Report raus, wie ein Unit-Test-Report. Und hier haben wir, damit es mal interessanter ist, eben mal einen Report ausgegeben, wo nicht alles in Ordnung ist. Und dann sehe ich hier, okay, da stimmt was nicht. Und auch hier wieder kann ich hergehen und kann das kombinieren und kann sagen, also wenn der HTML Sanity Checker anspringt, dann generiere bitte nicht die Doku, sondern dann gucken wir erst nochmal über die Doku drüber und fixen die. Auch das wieder für Qualität sehr gut. Aber es gibt auch so andere Features. Also gerade bei JavaScript merke ich das immer, dass da viel ja, gelintet wird. Go formatiert den Source Code sogar automatisch um. Da hat sich mir dann die Frage gestellt, können wir das auch mit Dokumentation machen? Und der Hemingway-Editor, der ist ganz cool, weil der geht über den Text drüber und sagt, guck mal, da oben, das in Gelb, das ist ein ziemlich langer Satz, der lässt sich nicht gut lesen. Und der anschließende Satz in Rot, also nee, der ist viel zu lang. Utilize, na, kannst du einfacher schreiben. Helpfully und perhaps, diese Adverben kannst weglassen. Und been marked, passiv schreiben, liest sich nie so gut wie aktiv geschrieben. Und damit kriege ich Hinweise, kriege ein Readability Score. Und theoretisch könnte ich das jetzt eben auch in meinen Sonar Cube oder so als Score reinschmeißen. Wir haben eine JavaScript-Library, WriteGood, die auch im Deutschen teilweise funktioniert. Die haben wir testweise mal in IntelliJ reingebracht, um solche Sachen anzuzeigen. Das ist ganz nett. Momentan ist es noch nicht so tief verankert in der Toolkette. Ja, und wenn ich jetzt meine Dokumentation so generiere und meine ARC42-Dokumentation habe, dann bleibt es oftmals nicht bei der ARC42-Dokumentation, sondern dann habe ich zum Beispiel auch ein User Manual. Ich habe die Test Reports. Ich hätte ganz gern eine Landingpage, die jedem, der sich für das Projekt interessiert, erstmal sagt, was macht das Projekt? Was ist das Tolle an dem Projekt? Wann setze ich es ein? Wofür setze ich es ein? Warum fehlt es mir bislang? Ein Blog, in dem ich anderen, dem Team, aber auch Kunden meines Source Codes sagen kann, was hat sich jetzt geändert die letzten Tage? Was sind die neuen Features? Oder auch, was waren jetzt die Architekturentscheidungen, während ich im Urlaub war? Wenn ich all das habe, dann brauche ich natürlich auch noch eine Suche über die Dokumentation und über alles eine Navigation. Und dafür benutze ich dann Static Site Generators. Ich habe mittlerweile sechs Static Site Generators gefunden, die ASCII-Doc unterstützen. Hier habe ich mal vier rausgesucht und auf dieser Seite staticgen.com ist eine Übersicht. Ich glaube, momentan sind 320 Static Site Generators dort aufgeführt. Das liegt unter anderem daran, dass die eigentlich relativ leicht zu schreiben sind. Und man muss halt gucken, was passt am besten. Ups. Antora, da habe ich jetzt von dem Static Gen keine Übersicht, weil es kein GitHub-Tool ist, sondern auf GitLab gehostet wird. Antora ist vom Macher von ASCII-Doc, dem Dan Allen. Ist ziemlich cool. Hat keine Landingpage, hat eine sehr komplexe Suche, hat keinen Blog, lebt im JavaScript-Universum. Jekyll
Super bekannt, vor allem auch, weil Jekyll in GitHub out of the box läuft, brauche ich gar nichts zu installieren. Ist in Ruby geschrieben, benutzt als Template-Sprache Liquid. Ja, ich habe damit gearbeitet. Wenn man mit den Templates spielt, bin ich schnell an meine Grenzen gekommen. Hugo, sehr cool, weil in Go geschrieben. Go ist cool. Templates, Go. Super schnell. Aber ASCII-Doc, da wird der ASCII-Doktor als externer Prozess aufgerufen, das ja, macht es wieder langsamer, bremst Hugo aus und ist wieder was anderes. JBake. JBake gefällt mir sehr gut, weil JBake ist in Java geschrieben. Dadurch, dass es in Java geschrieben ist, gibt es Plugins für all unsere Bildsysteme. Also Gradle, SBT, Maven und. Einfach Plugin rein und läuft. Ich brauche nicht irgendwie Ruby, Go oder JavaScript zu installieren. Ich kann auch, wenn ich irgendwie merke, da ist ein Bug drin oder so, kann ich selbst Hand anlegen. Template-Sprachen, da sticht Groovy raus. Warum? Groovy ist so Java++. Ich kann in den Templates, ähnlich wie JSP, ich weiß, JSP ist verhasst, aber in dem Fall macht es Sinn, kann ich mit GSP arbeiten und kann mein Java-Knowledge verwenden, um die Templates zu schreiben, um die Templates zu erweitern. Und auch das ist cool, weil ich da nicht schon gleich zu Anfang an irgendwelche Grenzen stoße, weil ich irgendwie das Datum nicht amerikanisch, sondern deutsch formatieren möchte. Hier ist das kein Problem. Und dementsprechend benutze ich JBake. Und das ist jetzt hier bei der DB Systel, unser Microsite Master. Das ist so das Standardprojekt, was wir klonen, um Dokumentation zu erzeugen. Man hat so eine Landingpage. Man hat das ARC42-Template schon direkt drin, mit allen Kapiteln extra im Menü aufgezählt. Es gibt einen Newsblog, wo wir vor allem eben auch ADRs aufführen. Das kann dann so ein News-Eintrag sein. Ja, und damit haben wir eigentlich eine ganz gute Grundlage für unsere Dokumentation, unsere interne Dokumentation. Und die Suche finde ich auch eine ganz gute Besonderheit. Oftmals bei so Static Sites wird eine lokale Suche aufgebaut, zum Beispiel mit Luna. Die ist super schnell. Die zieht halt nochmal komplett alle Texte, einen Index halt als JSON ins Frontend. Okay. Aber ich bilde damit unter Umständen eine Dokumentationsinsel. Deswegen sind wir einen anderen Weg gegangen. Wir haben eine konzernweite Suche und die hat ein Feature, dass ich da Sitemaps reinsetzen kann, um jetzt hier ähnlich wie bei der Google-Suche. Bei der Google-Suche, die kann ich auch einschränken auf eine Site. Und das mache ich auch, wenn ich eine Public-Seite habe, dass ich dann hier bei dem Search-Feld eben noch einen weiteren Parameter mitgebe, dass die Google-Suche oder unsere Konzernsuche einschränkt auf diese Microsite. Und damit lande ich dann bei jedem Klick wieder zurück auf der Microsite. Aber die Seite, meine Dokumentation, ist auch in der großen Suche indiziert. Und ich weiß, dass wenn jemand die richtigen Suchbegriffe eingibt, er eben auch auf meiner Dokumentationsseite landen kann. Ziemlich cool. Ja, und wer jetzt denkt, Mensch, das alles, das hört sich so komplex an mit dem Excel, Apache POI und sonst was. Das hier ist eine Übersicht von dem Open-Source-Projekt DocToolChain. In der Mitte ist ASCII-Doctor mit dem PDF-Plugin und PlantUML über das Diagram-Plugin. Auf der rechten Seite sind viele Skripte, die out of the box verschiedene Formate erzeugen. Auf der linken Seite seht ihr alle möglichen Tools wie Jira, Sparks, Visio, PowerPoint, Excel, in denen Dokumentation lebt, exportiert wird und dann wieder in eure Dokumentation inkludiert wird. Und das alles macht das
das Open-Source-Projekt DocToolChain. Mittlerweile ist da JBake jetzt auch schon drin in der 2.0er-Version, die hoffentlich bald einen Release-Status erreicht. Momentan ist Release Candidate 4. Und damit kann man sich das Leben vereinfachen. Manche Teams sagen auch einfach, hey, ich brauche nur den Confluence-Export, und die ziehen sich dann eben diesen Teil aus diesem Projekt raus. Ist Open Source, ist prima. Und damit, ja, ich hatte eingangs diese Umfrage. Ich hoffe, dass auch ihr der Meinung seid, wenn man diesen Docs-as-Code-Ansatz wählt, dass dann eben der erste Punkt, incomplete or confusing documentation, Geschichte sein sollte. So, damit habe ich etwas überzogen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und nochmal herzlichen Dank an sämtliche Kontributoren von DocToolChain, aber auch ASCII-Doc und JBake, und herzlichen Dank an die Sponsoren, die das überhaupt erst möglich gemacht haben. So, Patrick, bist du noch da? Ja, und ich habe aktuell noch zwei Fragen und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr werden. Und zwar hat da Michael gefragt, braucht es eigentlich den mehrfach erwähnten Gärtner, oder wie eine Doku, oder wird eine Doku nicht automatisch besser, je mehr Leute daran arbeiten? Das ist eine gute Frage und es hängt ein bisschen, glaube ich, vom Projekt und den Leuten ab. Ich kenne viele Confluence-Dokumentationen, wo ich mir denke, da wären Gärtner nicht schlecht. Das ARC42-Template hilft schon, an der richtigen Stelle zu dokumentieren. Aber oftmals müssen auch Entscheidungen getroffen werden, in welches Repository Dokumentation reinkommt, wie wird dokumentiert und solche Geschichten. Und dann ist es ganz gut, wenn da ein Gärtner federführend ist. Das Beispiel des Gärtners finde ich eigentlich ganz gut, weil wenn man sich das so überlegt im Garten, die Pflanzen wachsen auch in alle Richtungen und so gut, wie sie können. Und genauso machen das Confluence-Seiten. Und der Gärtner geht dann mal her und beschränkt das Wachstum oder schaut zu, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Und auch bei Confluence oder eben Dokumentation ist es ganz gut, wenn man merkt, ein Bereich, da ist irgendwie ein bisschen zu viel gewachsen. Ein anderer Bereich könnte vielleicht ein bisschen Dünger gebrauchen. Da könnte man vielleicht mal schauen, dass da die Dokumentation besser wird. Okay, wunderbar. Der Christian fragt, gibt es für die DocToolChain auch eine Variante für Bitbucket on-premise oder in der Cloud? Also DocToolChain ist ursprünglich in der jetzt dokumentierten Version noch Gradle-basiert. Das ist es auch in der neuen Version, ist aber jetzt mehr ein Kommandozeilentool, und wir entfernen uns von diesen Abhängigkeiten zu bestimmten Technologien. Was jetzt Bitbucket und anderes angeht, da kommt jetzt eben dieses Mindset rein. Also wir haben jetzt eben den Export nach Confluence, wir haben oder andere Abhängigkeiten. Und das kann man eben ausbauen. Das kann man sich angucken, wie ist das bei den vorhandenen Tasks gelöst mit den Skripten, und kann schauen, dass das für die eigene Umgebung auch zum Laufen kommt. Also gerade was Bitbucket jetzt als Versionierungstool, ne? Also Versionierungstools ist es eigentlich unabhängig, sollte halt Git sein. Wenn man jetzt zum Beispiel den History-Export macht, der ist für Git aufgesetzt. Aber das ist ja dann auch, wenn man Mercurial oder SVN noch nutzt, auch kein Problem, das Skript abzuändern. Der Werner hat noch eine Frage bezüglich Microservices und wie man es da macht. Also er fragt, ist es am besten, diese Doku pro Microservice zu machen, oder ist der Aufwand etwas groß und man gruppiert die Doku besser etwas? Eine sehr gute Frage.
Wenn es um ARC 42 geht, dann sage ich immer, dass es Sinn macht, die Architekturdokumentation eben auch modular runterzubrechen, dass man vielleicht eine übergreifende Dokumentation hat und in der auf Untermodule verweist, dass man sagt, hier gibt es eben noch die ARC 42-Doku für dieses Untermodul und jenes Untermodul. Bei den Microservices könnte ich es mir vorstellen, dass man eben eine übergreifende Architekturdokumentation hat und dann bei den einzelnen Services, kommt ein bisschen auf die Größe drauf an, eben auf diese übergeordnete Architekturdokumentation verweist und dann eben nur angibt, was ist hier in diesem Service speziell, was ist anders, wo weiche ich von der Architektur ab, was für Architekturentscheidungen habe ich hier getroffen. Und was die Aufteilung in Repositories angeht, ist das, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, dass man eben ein Hauptdokumentationsrepository hat und zu jedem Microservice dann eben die spezifische Dokumentation in das Microservice-Repository legt. Das macht man ja ganz gerne, dass man mittlerweile die Microservices alle in eigenen Repositories hat und dann im Hauptrepository das wieder zusammenzieht zu einer Dokumentation. Also hier einfach eine Anmerkung von meiner Seite. Ich habe auch schon gesehen, dass man ein Microservice Canvas hat pro Service und dann da drin zum Beispiel APIs definiert. Und das dann eben auch pro Service abgelegt ist. Und es gibt ja auch Tools wie Antora, wo man das dann auch wieder zusammenziehen kann. Ja, weil du sagst, Antora und zusammenziehen, das ist ganz witzig. Bei Antora redet man oft davon, dass Antora eben repository-übergreifend arbeiten kann. Das liegt daran, dass Antora einen JavaScript-basierten Git-Client mitbringt. Und mit diesem Git-Client muss man dann wieder gucken, wie man da Credentials oder so verwaltet. Ich habe bislang kein System gefunden, auf keinem System gearbeitet, wo ich keinen Git-Client habe. Und deswegen sehe ich das auch nicht als großes Problem an, weil ich in meinen Projekten dann immer irgendeinen Bash-Script oder so habe, was mehrere Git-Clones ausführt. In den Build-Folder die Git-Clones mit Tiefe 1, sodass ich eben nur die aktuelle Version der anderen Repositories hole und dann eben aus diesen Repositories in der Hauptdokumentation Elemente include. Und was anderes macht Antora auch nicht. Und das ist dann eben ja pro Repository eine Skriptzeile. Und oftmals ist es auch ganz einfach, dann eben in dem Build-System hat man wahrscheinlich schon Credentials, mit denen man auf die Repositories zugreifen kann. Okay, dann scheint, dass das die besseres Marketing machen als ihr. Einfach so als Kritik vielleicht. Und ja. Es tönt auch so ein bisschen auch, dass du in deinen Projekten, wo du mit dabei bist oder wo du das reinbringst, dass man auch immer wieder mal noch Bash-Script schreiben muss und dass das einfach ganz normal ist, dass das dazugehört. Ja, ich denke, das gehört zum Bild dazu, dass man eben so viel wie möglich automatisiert und man eben guckt, wie automatisiert man, und da ist ein Bash-Script immer noch aus meiner Sicht ein guter Ansatz. Wenn man andere Ansätze hat, auch prima. Aber ich habe eben, um bei diesem Beispiel zu bleiben, jetzt noch nicht den Need gefunden, extra einen weiteren Git-Client auf das System zu holen und nochmal anders Credentials zu verwalten, wenn ich es eben schon auf dem System auf der Shell-Ebene habe. Ja, klar. Es kam noch eine Frage rein. Ich schätze, das wird dann wahrscheinlich die letzte sein. Und zwar fragt Norman, wir hatten unsere Doku in Confluence und ich würde gerne auf Doc2Stain umstellen. Kann man das Stück für Stück im laufenden Projekt umstellen? Das Projekt ist schon recht groß, läuft schon einige Monate, also er sagt 18 Monate plus. Hast du deine Empfehlung? Also, wir haben mal angefangen, einen Export aus Confluence zu bauen. Und es ist relativ einfach, das XML, was eigentlich fast HTML ist, aus Confluence zu exportieren. Und theoretisch wäre es auch relativ einfach, es nach ASCII-Doc dann zu konvertieren.
theoretisch. Man müsste es halt einfach mal machen. Und wenn man eben schon viel in Confluence hat, ich glaube, dann könnte das ein guter Weg sein, dass man sich die API anguckt, die Sachen exportiert. Und irgendwer hat mal als Spielerei ein Stylesheet, ein CSS einfach gemacht, um mit diesem CSS HTML nach ASCII-Doc zu wandeln. Also zum Beispiel bei einer Headline H1 eben ein Gleichheitszeichen davor gesetzt. Und das hat ganz gut funktioniert. Und das zeigt eben, dass HTML eigentlich nach ASCII-Doc wieder konvertierbar ist. Aber du hast gerade so ein bisschen das durch die Blume gesagt. DocToolChain ist ein Open-Source-Projekt. Das macht ihr so ein bisschen in eurer Freizeit und das braucht auch Energie und Ressourcen. Und wäre toll, wenn auch andere da wahrscheinlich mitarbeiten, oder? Ja, natürlich. Also ich habe das Glück, dass die DB Systel Dokumentation sehr schätzt und ich deswegen nicht nur in meiner Freizeit an dem Projekt arbeiten kann, sondern eben auch während der Arbeitszeit. Aber natürlich ist es so, dass man an den Features arbeitet, die man am meisten braucht, wo man sieht, dass Arbeit notwendig ist. Und Confluence nach ASCII-Doc, ja, ist interessant, aber war jetzt noch nicht der große Need. Zumindest nicht in meinem Umfeld. Aber Contributions sind immer toll. Wunderbar. Es gibt keine weiteren Fragen mehr. Dann würde ich dir zuerst mal ganz herzlich Dankeschön sagen zu deinem tollen Vortrag. Ich fand den persönlich wirklich sehr interessant und ich habe auch wieder ein paar Dinge gelernt. Ich habe auch gerade noch ein paar Abschlussslides und würde noch gerne den Rest erklären. Und zwar eben Dankeschön auch an unsere Sponsoren, die die Java User Group unterstützen und auch hier jetzt auch im Online-Format. Und auch ein herzliches Dankeschön an die Ursula, weil Ursula wird euch dann auch eine E-Mail versenden, wo wir dann das Ganze, den ganzen Event evaluieren. Und natürlich, Markus war im Hintergrund für die Technik zuständig und wir sind natürlich auch immer auf der Suche für neue Talks und interessante Themen. Also meldet euch einfach bei uns. Genau. Feedback bekommt ihr dann eben per E-Mail und das heißt, wir würden langsam rübergehen. Im WonderMe werdet ihr automatisch weitergeleitet und das heißt, wir könnten da noch ein bisschen netzwerken oder dem Ralf vielleicht die eine oder andere Frage noch persönlich stellen. Es würde mich freuen, euch da zu sehen und ich würde auch nochmals gerne Dankeschön sagen dir, Ralf, dass du einen Vortrag hier gemacht hast, dein Thema, dein Herzensthema rübergebracht hast und ich hoffe auch, dass jetzt viele sagen, hey, ich möchte das machen und ja, neugierig geworden, um das auszuprobieren. Ja, danke auch nochmal für die Einladung und die Aufmerksamkeit und Entschuldigung fürs Überziehen, aber kürzer ging's nicht. Kein Problem. Du wirst wahrscheinlich die nächsten Tage noch so ein Ding bekommen von uns. Das berühmte Schweizer Taschenmesser. Du hattest es im Vortrag bereits erwähnt. Und genau. Das sehr cool. Ist für unsere Speakers, die wir eben hosten bei der Schweizer Java User Group. Hast du sicher Dankeschön. Schon gesehen bei den einen oder anderen Kollegen. Okay. Dann hoffe ich, dass wir uns drüben noch zu Diskussionen finden. Genau. Wie heißt das Tool nochmal? WonderMe. WonderMe. Du wirst automatisch weitergeleitet. Markus schließt die Präsentation jetzt hier ab.